بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، والله wir bitten dich um die Aufrichtigkeit im Lernen dieses Wissens. Wir sind jetzt mit dem Buch Al-Arabiyyatu Bayna Yadayk und haben jetzt die zwei Module fertig hinter uns. Und jetzt haben wir Ichtabir Nafsaka, also prüfe dich selbst. Ichtabir kommt von Ichtibar, Ichtabara, von prüfen. Nafs, selbst. Nafsaka, dieses Kaf, dich selbst. Prüfe dich selbst. Ich benutze wieder mal den Spotlight. So. Awalan. Al-Mufradat. Al-Mufradat sind die Wörter, Al-Mufradat, Al-Kalimat zum Beispiel. Da Al-Kalimat, Al-Atiya, leg die kommenden Wörter, fi makaniha Al-Munasib, in ihrem passenden Ort, min Al-Jadwal, von der Tabelle oder in der Tabelle sozusagen, auf Deutsch. Wir haben als erstes Balad. Wäre gut, wenn du dir das ausschreibst. Balad ist das Land. Alle Länder schreiben wir hier. Damir, der Pronomen, wie der ich, du, er, sie, es. Raqam, Nummer. Usra, Familie. Das heißt Onkel, Opa und so weiter. Makan, ein Ort. Wie Zimmer sozusagen, Gebetsraum, Moschee, Zimmer, Schlafzimmer und so weiter. Und Mehne, Beruf. So fast wie Stadt, Land, Fluss, wenn ich das so sehe. Also Land und Pronomen, Nummer, Familie, Ort und Arbeit. So, wir fangen jetzt an. Misr. Sheikh Abdul Baqi, Misr. هل هذا بلد ضمير رقم أسرة مكان أو مهنة؟ Ist das بلد ضمير رقم أسرة مكان أو مهنة؟ بلد. بلد. ممتاز. طيب. طالب. ما هذا؟ Kannst du mir die Oberbegriffe noch mal alle aufzählen? Okay. بلد. ضمير رقم أسرة مكان مهنة. Also auf Deutsch. Also بلد Land ضمير Pronomen رقم Nummer أسرة Familie مكان Ort und مهنة Arbeit. Nach Pronomen kannst du es nochmal sagen? Es war etwas zu schnell. Okay, Pronomen, Nummer, Familie, Ort und Arbeit oder Beruf. Okay. Ja. Talib ist ein Beruf. Genau. Was heißt nochmal Talib? Lehrer? Nee, Mudarris war Lehrer. Talib ist der, unter dem Lehrer ist. Student, Schüler? Student, okay. Enter. Aina nada'u enter. Wo legen wir enter? Pronomen. Genau, auf Arabisch? Damir, genau. مدرس أين نضع مدرس مهنة ممتاز مهنة نعم طيب was hieß nochmal مدرس Lehrer und أنت
Du. Genau. Natürlich du, männlich. طيب. طبيبة. أين نضع كلمة طبيبة؟ Wo legen wir das Wort طبيبة? مهنة. مهنة. ما معنى طبيبة؟ طبيب شولا طالب مع الشولا ولا ستودنت يعني und Schüler ist Tilmith. Tabib ist Arzt, Ärztin meine ich. Tabibe ist Ärztin. Okay. Aina nadau kalimat Surya? Belade? Belade? Belad. Genau, Belad. Mumtaz. Natürlich Syrien. Anti? أين نضع أنت؟ ضمير weiblich. Genau. أنت ist du weiblich في الضمير. ثلاثة. رقم. رقم. Genau. خمسة. رقم فن. فنف. Genau. باكستان بلد باكستان جدة ايش weiß nicht اوكي جدة ist die Oma نضع كلمة جدة في أسرة in a familia هو مكان نعم was heißt هو wie bitte was heißt هو er ist er nur er so ja. Wo legen wir das Pronomen genau أفعال ضمير genau ضمير والد أسرة genau أسرة ما معنى والد والد كنت ولا يونغ das war والد ohne ألف aber والد ist der Erzeuger, also der Vater sozusagen. Achso. Also wir haben Walet, das Kind, sei es Mädchen oder Junge. Heutzutage benutzt man aber Walet für den Jungen nur. Und dann haben wir Walid, der Vater, und Walida, die Mutter. Und gleichzeitig können wir auch sagen Ab und Um. Ab, Vater, Um, Mutter. Okay. Rurfa. مكان مكان was heißt nochmal غرفة Zimmer Zimmer genau واحد رقم 1 genau أخت أسرة Schwester. Genau. ممتاز. حمام. مكان Badezimmer. Badezimmer. تسعة. رقم 6. Genau. Nicht sechs. Sechs war Sitter. Achso. Nein. Nein, genau. Masjid. Mekan. Moschee. Genau. Eben. Usra.
Sohn. Genau. Muhendisa. Lehrerin. Und das ist mich, ne? Aber Lehrerin ist Mudarrisa. Das ist aber Muhendisa. Achso, Ingenieurin? Genau, richtig. Okay. Musalla. Der Betende? Oder was heißt das? Musalli wäre Betende. Hast du super geachtet. Aber Musalla ist das Gebetsraum. Ach so. Das wäre dann Mekka. Genau. Hier. Damir. Sie. Und Türkiye. Belet. Belet. Türkei. Genau. تدريب الثاني ولا اثنين اكمل الجمل بالكلمات التالية ergänze die Sätze mit den kommenden Wörtern. Wir haben Adhan, was Adhan heißt, Gebetsruf. Yusalli, beten, er betet. Usra, Familie. Yaqra, er liest, also lesen. Jaddi, mein Opa. Al-Ghurfa, Zimmer. Tabiba, Ärztin. Und Pakistan, Pakistan. Bereit oder soll ich nochmal wiederholen? Der Mikrofon ist aus. Von Yaqra bis Tabib, bitte nochmal. Okay. Yaqra war lesen. Er liest. Ja. Jaddi, mein Opa. Ja. Al-Ghurfa, Zimmer, das Zimmer. Ja. Tabibe, Ärztin. Pardon. Ja. Und dann Pakistan, Pakistan. Okay. Okay. Wir haben jetzt Awal Jumla, erster Satz. Ahmed Fi. Was passt? في غرفة أحمد في الغرفة ممتاز رقم اثنين هذه والدتي هي هي Nochmal? Moment. Yusalli? Aber Yusalli ist er betet, nicht sie betet. Ich weiß es nicht. Okay, gucken wir mal zusammen. Adhan, passt Adhan? Sie ist Adhan? Nein. Okay, Yusalli haben wir gesagt, geht auch nicht. Sie ist die Familie, geht auch nicht. Sie er liest, geht auch nicht. Sie ist mein Opa, geht auch nicht. Sie ist Zimmer, geht auch nicht. Sie ist Ärztin. Ja, geht. Genau. هذه والدتي هي طبيبة. طيب. رقم ثلاثة. هذا فراغ also لك عمر. Wir gucken so die Reihe. Pasta Adhan vielleicht, Pasta Yusalli, Usra, Yaqra, Jaddi, Al-Ghurfa, Pakistan. Jaddi?
Genau, hat der Jeddi Omar. Das ist mein Opa Omar. Nummer 4. Adil al-Quran al-Karim. يقرأ Genau, يقرأ القرآن الكريم. Er liest den Koran, den edlen Koran. Ahmed في المسجد. أحمد يصلي في المسجد. ممتاز. رقم 6. هذا فجر. الفجر. هذا يصلي الفجر. Wir haben schon يصلي benutzt davor. Es ist nur noch Azan geblieben Ja. und Usra geblieben. هذا Pakistan. أذان الفجر. Genau. هذا أذان الفجر. Ja. Das ist der Gebetsruf vom Fajr. 7. أنا من. أنا من باكستان. Genau, أنا من باكستان. Ich komme aus Pakistan. 8. 8. هذه. Nun, eins ist geblieben. Usratur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Familie vom Propheten oder vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. So. Wir gehen dann zur letzten Aufgabe. Da alamat khata ala al kalimatil ghariba. Ghariba bedeutet komisch oder merkwürdig oder fremd. Also leg diesen Eck auf dem fremden Wort. Zum Beispiel, Ach, Bruder, Sadiq, Freund, Ibn, Sohn, Nazara, Brille. Wir merken, Ach, Sadiq, Ibn sind Personen. Nazara ist ein Gegenstand. Deswegen ist Nazara das fremde Wort. Nazara, hier al-Kalimatul Ghariba. Sie ist das fremde Wort. Verstanden? Ja. Okay. الآن رقم 2. حمام غرفة شجرة مسجد. شجرة. أي genau. شجرة هي الكلمة الغريبة. Was heißt حمام؟ بارد. ما معنى غرفة؟ Das Zimmer. Genau. ما معنى شجرة؟ Ich glaube, die Schere, oder? Baum. Ach so, Baum. Schere haben wir noch gar nicht. Schere ist mit Rass. Haben wir noch gar nicht. Wenn man am Messen. Die Moschee. Genau. Raqam 3. Yatawadda'u mi'ataf yaqra'u yusalli. يتوضأ Wir übersetzen dann erstmal. Was heißt يتوضأ? Die Gebetswaschung. Genau, die Gebetswaschung machen. Mehrtaf. Okay, dann ist mehrtaf das komische Wort. Genau, richtig. Weiß nicht. Okay, mehrtaf heißt Mantel. Okay. Was heißt يقرأ? Er liest. Genau. يصلي. Er betet. Er betet. Genau. Alle sind Verben, außer Mertor. طيب. 4. سورة. 6. 2. 4. سورة. Vers. Was heißt nochmal Sura? Sura. Nee, da gibt es einen feinen Unterschied. Sura, also die Verse, erstmal nicht die Verse, sondern die Sura,
weil die Verse ist ja Aya. Ja. Sura wurde mit Sin, nicht mit Sort. Das ist der Unterschied. Sura und Sura. Su, Su. Su ist dicker. Sura bedeutet Bild. Ach so. Natürlich, in diesem Thema gibt es sehr lustige Sachen. Also zum Beispiel Jumla. Jumla heißt ja Satz. Und in Ägypten sagt man zu dem Jim Qaf. Deswegen wird es dann Qumla. Natürlich hat einer von meinen Bekannten, konnte nicht so gut Arabisch und der hat dann anstatt Qumla, Qumbula gehört. Und Qumbula heißt Bombe. Und er so, was für eine Bombe. Ein anderer, der war in der Moschee und die haben über Thawra geredet. Thawra ist sowas wie Revolution oder so. Und der hatte vor kurzem so ein Abu Nur Buch gelernt. In Syrien gab es so ein Buch, das hieß Abu Nur, was heißt das? Kitab al-Essas. Ein Buch, das heißt Kitab al-Essas und das wird in Abu Nur unterrichtet. In einem Institut, das Abu Nur heißt. Und da haben die Thawr gelernt. Stier. Und es gibt einen Unterschied zwischen Thawra mit Ta Marbuta am Ende und Thawr, was das Tier ist. Und er so, was? Warum redet ihr über Stier? Also. Thawra ist Bild. Was heißt Sitta? Sechs. Montas. Mamana ist Nan. Sechs, nein. Drei. Das war Thalatha. Zwei. 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 Arba. Vier. Vier. Okay. Nazhab ila khamsa. Ana, Musalla, Anta, Anti. Musalla. Er betet. Musalla. Genau. Was heißt Ana? Ich. Musalla. War Gebetsraum. Anta. Du, männlich. Genau, Enti. Du, weiblich. Genau. Natürlich mit Ente, mir kommt die ganze Zeit die Ente im Kopf. Also die Ente auf Deutsch. Genauso ja. Elf. Elf ist ja 1-1. Aber auf Arabisch Elf bedeutet 1000. Ja. Deswegen, das ist schon komisch. Wenn du zum Beispiel in ägyptischen oder in arabischen Ländern bist, dann sagst du Elf. Also sagst ein Freund so, das kostet 11. Und der so, nein, das kostet nicht 11, das kostet echt da schon. Achso, ja. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Thanien, al-Tarkib al-Nahawiyya. Rakam 1. Sahih al-Akhta. Korrigiere die Fehler für die Kalimat. التي تحت خطوط in den Wörtern, die unten unter ihnen ein Strich haben oder Striche haben. طيب رقم واحد هذه هو النظارة يا أبي. Ja. Genau. هذه هي النظارة يا أبي. طيب رقم اثنين هيا بنا في المسجد. Hast du den Satz verstanden, was er sagt? Wer ist in der Moschee? Nee, Hayya Bina, wer ist ja sowas wie Men? Oder wo einer? Aber hier Hayya Bina, los geht's. Und dann sagt er in der Moschee. Heya heißt los geht's. Heya Bina. Beides zusammen. Heya Bina, los geht's. Ich weiß nicht. Okay. Eigentlich müsste es sein, los geht's zur Moschee. Weißt du noch, was zu heißt auf Arabisch? Nein, vergessen. Okay. Ila. Heya Bina, ila al-Masjidi. Okay. Wir haben Präposition, fi ist in,
إلى zu, على, auf. Und wir haben noch einige gelernt, aber das ist das, was ich jetzt weiß. Okay. Dann ثلاثة. والدتي سعيدة طبيب. Mein Sohn sagt. Nee, والدتي meine Mutter. Wir haben gesagt, والدي wäre mein Sohn. Meine Mutter, Saida, und dann sagt der Arzt, ist Arzt. Ist Mutter um? Der Fehler ist ja bei Tabib. Wir müssen den Tabib korrigieren. Familie? Eltern? Ärztin, musst du sagen. Achso, okay. Tabibati? Tabibatun. Wir sagen Tabibatin, also dieses in sagen wir nur, wenn da eine Präposition ist. Es gibt noch andere Regeln, aber allgemein, was wir jetzt wissen sollten, wenn eine Präposition da ist, dann ist das nächste Wort i oder in. Verstanden oder soll ich das nochmal erklären? Nochmal erklären. Okay. Also, das Eigentliche ist, dass ein Wort u hat oder un. U, wenn es bestimmt ist und un, wenn es unbestimmt ist. Wann ist es bestimmt? Wenn wir L haben, zum Beispiel et-tabib, L und dann Tabib, der Arzt. Dann ist es am Ende U, et-tabibu. Sagen wir ein Arzt, dann geht dieses L weg und es wird Tabibun. Das ist das Eigentliche. Und dann gibt es noch die Wörter, die am Ende Kesra bekommen, I oder In. Natürlich wieder die gleiche Regel. Wann sagen wir I, wenn es bestimmt ist? Wann sagen wir In, wenn es nicht bestimmt ist? Und das I oder In kommt nur, wenn davor eine Präposition da ist. Okay. Und deswegen haben wir gesagt, Tabibe tun. Okay. Raqab 4. Ismi Ahmed. Ana Turkiya. Ich. Ana Turki. Ana Turki. Genau. Ana Turki. Das Ta marbuta geht weg. Raqam 5. Min aina anta, ya Fatima? Min aina anti Fatima? Genau. Von wo kommst du? Weiblich? Anti. Okay. Wir gehen runter. Die Zeit ist knapp, deswegen werde ich das jetzt ein bisschen schneller machen müssen. Okay. Sil adat al-istifham verbindet die Frage. في القائمة ألف بما يناسب من القائمة ب was passt zum ب zum Beispiel من weißt du zu was das passt مسموك أربعة nee das ist vier ما aber من أصو من هذا؟ Genau, من هذا؟ Wer ist das? Okay, رقم 2, هل؟ هل أنت يا عدنان؟ Das, هل أنت؟ Nee, das passt nicht. Das ganz letzte, هل هذه شجرة؟ Ist das ein Baum? Okay. Weil wenn wir sagen, هل أنت يا عدنان bist du o Adnan? Das klappt nicht. رقم ثلاثة. أين؟ أين أنت يا عدنان؟
würde eigentlich passen, eine Ente ja Adnan, wo bist du, Adnan? Aber das wollen die jetzt nicht. Die wollen eigentlich eher Einel Mertof. Wo ist der Mantel? Also, verstehe. Okay. Na? Mesmuk. Genau. Käfer. كيف حالك؟ ممtaz. Min einer? من أين؟ Machst du? Enter, ja, Adnan. Achso, ja. Okay. Jetzt die letzte. Ichtar el Klimat ist sahiha. Du musst das richtige Wort wählen. Suratu Usrati. هذه Genau. so. Hadi Suratu Usrati. Das ist das Bild von meiner Familie. Rakam ist nein. Hel Hadi. معطف Mertaf ist männlich. so. Ja, شجرة Genau, هل ist das هذه ein Baum? Okay, هو يقرأ أم تقرأ؟ يقرأ ممتاز، يقرأ. أربعة، هل أنت مصر أم مصري؟ مصر بس تو أجبتن؟ أصل مصري أجبت Ich erinnere mich ständig bei Mısır, dieses Mısır, was Popcorn heißt. Oder wie heißt das auf Deutsch? Mais. Okay. Also. Weil auf Türkisch, wenn man Mısır sagt, dann versteht man eigentlich Mais. Okay, Hamza. Hada Achi, huwa am hiya Mudarris. هو Huwa Mudarris, genau. Sitta. من oder min oder هل أين أنت؟ من أين أنت؟ Genau. Woher kommst du؟ سبعة ساعد في الحمام oder من الحمام؟ في الحمام Genau. ساعد ist im Badezimmer. Und hier bleiben wir إن شاء الله stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.